setzen sich dahin. Aus der Tasche. Jetzt haben sie schon Schwarze rumgekriegt. Hallo? Mal Fotos. Ja, ein Sechsjähriger musste für eure Religion sterben. Der ist gerade mal 6 Jahre alt geworden. Ist euch egal, ne? Ein Sechsjähriger musste für eure Religion sterben. 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 Rüdiger, guck mal. Habe ich das richtig eingeschaltet, dass sie läuft? Das ist Film. Ja, das will ich doch auch. Okay? Ja. Okay.
Soll ich eins machen? Nee, bitte nicht. Nein. Weil Sie so mit der Kamera auf uns zeigen und so rum? Ich bin Amateur. Aha. Warum laufen Sie eigentlich davon? Weil Sie uns Angst machen. Nein, ich meine, weil er die Schilder zeigt. Nee, damit ist Sie uns kein... Hinter. Ich habe nur das. Können Sie es lesen? Können Sie Deutsch lesen? Nein. Nee, können wir nicht. Also da steht jetzt drauf, wir können lesen. Religion können rettet nicht. Uns das nicht zu lesen. Nur Jesus kann retten. Ja, okay. Und das wollen wir euch eigentlich nahe bringen. Super, weil nur, vielen Dank. Aber nur, wir wollen trotzdem nicht, dass Sie Bilder von uns machen. Nur Jesus kann retten. Das ist nett von Ihnen. Das aber respektieren wir. Jeder hat ja seine eigene Meinung. Bilder. Wir sind ja in einem freien Land, wo wir auch frei unsere Ansichten teilen können. Ja. Das stimmt schon, das sagen alle Zeugen. Ihr kriegt also da wirklich das eingeprägt, was ihr zu sagen habt. Das ist traurig. Herr, was denn eingeprägt? Als Christ. Als Christ sagen sie immer irgendwie, der Mensch ist so anders. Jeder Mensch ist anders. Und bei euch Zeugen merke ich einfach, ihr habt das regelrecht auswendig gelernt. Und jetzt will ich nur eines sagen. Okay. Wir brauchen sonst keine Religion, aber Jesus Christus. Okay. Aber trotzdem keine Bilder von uns. Und die haben sie, ich wende mich jetzt so hin, aha, und die, den haben sie nicht. Nicht? Wir sie haben nicht an Jesus? Jesus Christus haben sie nicht. Okay. Mhm. Und das wollte ich Ihnen sagen, laufen Sie nicht davon, sondern machen Sie sich. Wenn Sie uns als machen, dann fühlen uns unwohl, wenn Sie uns daherlaufen. Ja. Machen Sie sich Ihre Gedanken und nicht was der Jehova Gott, sondern der wahre Gott der Bibel. Mhm. Okay. Und das ist das. Haben Sie einen Namen? Bitte? Haben Sie einen Namen? Einen Namen? Ja. Für was? Haben Sie als Person einen Namen? Ich als Person? Ja. Warum? Haben Sie einen Namen? Ich habe einen Namen, aber Gott braucht keinen Namen. Warum nicht? Weil er Gott ist. Warum? Gott ist Gott. Gott ist der Gott. Allmächtige. Aber wenn Sie als Mensch, als einziger Mensch einen Namen haben, ist es nicht. Aber ich bin doch Mensch und bin kein Gott. Ja, aber der Gott, der uns erschaffen hat, wieso hat er keinen Namen? Wenn wir uns ihm nähern sollen, wieso hat er keinen Namen? Wenn ich Sie kennenlernen müsste, müsste ich ja Ihren Namen kennen zuerst. Das ist die erste Sache, die ich über Sie kennenlernen kann. Wenn ich also mich Gott nähern möchte, wieso hat er keinen Namen? Also mit anderen Worten, Gott braucht keinen Namen. Er ist der Schöpfergott, der Himmel und Erde gemacht hat. Der braucht keinen Namen. Warum? Aber der Jehova-Gott ist nicht der Gott der Bibel. Okay. Also das dürfen Sie annehmen von mir, weil ich das immer wieder sage. Ihr tut da etwas für euren Jehova-Gott. Wir brauchen für unseren Schöpfergott. Haben Sie eine Bibel dabei? Bitte? Sie sagen ja, also in der Bibel steht es nicht. Haben Sie eine Bibel dabei? Ich schleppe die Bibel mit. Ja, wieso nicht? Wenn Sie mir Fragen stellen, kann ich Ihnen vielleicht Antwort geben. Aber das ist ja nicht, das ist dann Ihre Antwort. Ich weiß ja nicht, ob die stimmt oder nicht. Ich weiß, was in der Bibel steht. Dann können Sie es ja uns zeigen. Wenn Sie sagen, dass Sie falsch sind, dann würde ich auch gerne wissen, wo es in der Bibel dann lesen Sie einfach mal das Johannes-Evangelium. Okay. Wir haben hier eine Bibel dabei. Ich habe keine Bibel. Ich habe eine. Ja, lesen Sie das ganz, nicht nur zwei, drei Sätze, sondern das. Aber nicht alles, ich weiß es. Nicht alles, weil ich des Öfteren schon gefragt wurde, aber hier ist das Johannes-Evangelium. Welches Vers genau? Bitte? Welches Vers? Nee, das ganze Johannes-Evangelium. Okay. Wenn Sie das lesen und dann bitten Sie
den Herrn, er möge Ihnen die Augen öffnen und die Ohren öffnen. Das möchte ich Ihnen einfach mitgeben, weil ohne Jesus sind Sie verloren. Da haben Sie recht. Bitte? Da haben Sie recht. Das stimmt. Da haben Sie recht. Den stimmen wir auch zu. Ja. Es ist einfach, es tut mir weh, dass ihr einer Religion nachlauft, die euch nicht ans Ziel bringen. Nur Jesus Christus bringt ans Ziel. Und jetzt lesen Sie das Johannes-Evangelium, aber Sie dürfen es nicht weitersagen. In dem Moment, wo Sie es jetzt weitersagen, sind Sie aus der Organisation rausgeworfen. Oder ihr kriegt eine Gehirnwäsche. So viel weiß ich von ehemaligen Zeugen, die viele, viele Jahre, mit unter 30 Jahren dabei waren, bis ihnen dieser Schöpfergott die Augen geöffnet hat. Sie brauchen da nicht mit dem Bewegel rumzufahren. Jetzt schicke Sie drei, Entschuldigung, wenn ich das sage, drei Ausländer. Also ich war freiwillig. Ich bin freiwillig hergegangen. Keiner hat mich gefragt, keiner hat mich konfrontiert. Wirklich nicht. Ich komme aus einer anderen Stadt, ich bin freiwillig hierher gekommen. Ja, dann müssen Sie sich mehr Gedanken machen, warum. Warum ist das mal? Wenn Sie da mit dem Wegel sind, ja, was trinkst du? Wenn Sie jetzt mit den Schildern Jesus lebt oder wir brauchen Jesus und sein Licht, dann steht das in der Bibel. Aber das hier steht ja nicht in der Bibel. Doch, das steht in der Bibel. Haben Sie sich schon mal angeguckt? Ich weiß. Ja. Alles klar, es ist Ihre Meinung. Ich respektiere Sie auch. Danke. Ich will nur Sie darauf aufmerksam machen. Dankeschön. Ich kann Sie nicht in einer, also bekehren, da kann ich nicht. Natürlich, ich kann nicht. Ihnen das nur kann von keiner. Jesus erzählen. Und wenn Sie an den Jesus glauben, werden Sie alles andere erfahren. Okay. Vor allen danke Dingen, für Sie brauchen Dank. Den Geist Gottes. Haben Sie da schon mal was gehört? Ja, natürlich. Haben wir gehört. Den brauchen Sie, ja, um ein Ziel zu haben. Okay. Diesen Jesus, nur Jesus rettet. Okay. Ich wünsche Ihnen viel Gottes Segen. Ja, danke Ihnen schön. Auch. Noch ja? Einen schönen Tag. Tschüss. Ja, danke. Wiedersehen. Genau, ein Stück, ne? Ja, ja. Ich habe mal eine kleine Frage. Wenn Menschenblut in der Bibel verboten werden muss, dann muss doch in der Bibel auch Menschenfleisch zum Essen erlaubt gewesen sein. Ohne Menschenfleischerlaubnis zum Essen braucht man ja gar kein Menschenblut zu verbieten. Da aber in der Bibel gar kein Menschenfleisch erlaubt ist, ist das Menschenblutverbot nur dafür da, ausgedacht von der Wachtunggesellschaft, um Leute umbringen zu können. Der 6-Jährige aus Walldorf hatte eine Infektion, hätte dringend einen Blutaustausch gebraucht. Und der ist erfolgreich von der Wachtunggesellschaft ermordet worden. Also wenn Sie kein Menschenfleisch essen, wenn Jehova Menschenfleisch nicht erlaubt hat, wozu verbieten Sie dann Menschenblut? Thank you.